Hallo Leute, willkommen zurück zum vierten Part von Let's Play Need for Speed The Run. Ja, ich habe es jetzt hinbekommen, ohne Outer City und den ganzen Klabimsch aufzunehmen. Ich habe einfach den Audio-Mixer ein bisschen runtergestellt. Ja, habe ich ein bisschen gegoogelt, wie man das machen kann, weil bei The Run gibt es ja keine optionale Option. Deswegen einfach Rechtsklick und Audio-Mixer öffnen und da kann man das Ganze denn regeln. Ja, deswegen nehme ich das Ganze jetzt auch wieder ohne Outer City auf. Und das heißt, ich muss auch keine Session mehr machen, sondern immer einzelne Parts. Und das ist meiner Meinung nach eh sympathischer, wenn man die Parts jedes Mal beendet, ohne dass man sich verabschiedet und den Anfang sich begrüßt. Deswegen wird es jetzt keine Session mehr sein, sondern jetzt vielleicht so 20 Minuten pure The Run Action. Ja, wir gehen auf The Run und auf The Run fortsetzen. Und jetzt haben wir hier diesen Ladebildschirm und danach geht's dann auch schon los. Ja, wir haben jetzt im letzten Part die zweite Etappe gestartet. Und jetzt gucken wir mal, was uns in dieser zweiten Etappe noch erwartet. Wir sind Position 181. Das heißt, wir sind schon ordentlich vorangeschritten, muss ich sagen. In drei Parts. Ja, das ist eigentlich schon ganz gut. Und dieses Let's Play kommt auch ziemlich gut an. Oh, wer ist das denn? Den werden wir dann hier gleich mal... Au, Moment. Ich hoffe, dass das jetzt laut genug ist, weil leise genug ist vom Sound. Aber dürfte eigentlich sein, weil der ist eigentlich schon ziemlich leise gestellt. Das höre ich mir aber im nächsten Part nochmal an. Und dann weiß ich auch immer... wie ich das immer einpendeln muss. Deswegen. Ja, und ich bedanke mich schon mal für das ganz große Feedback bei dem ersten Part von The Run. Obwohl der nicht super gut war, weil der Sound viel zu laut war, bedanke ich mich mal an dieser Stelle dafür. Ja, ich kann auch noch die Kommentare von wem das war auswendig. Es war einmal an Herr der Ringe TV, einmal an Wir drei Freaks. Da bedanke ich mich einmal ganz herzlich für, dass er immer so super oft und jedes Video von mir anschaut und kommentiert. Das heißt, an Wir drei Freaks bedanke ich mich. An Herr der Ringe TV, der müsste eigentlich jetzt neu bei mir sein. Und es würde mich freuen, wenn er sich auch öfter mal Videos von mir anschauen würde. Da würde ich mich sehr freuen. Und an wen habe ich vergessen? Huch, ja, wen habe ich vergessen? Huch. Irgendjemand habe ich doch, glaube ich, vergessen. Es waren, glaube ich, vier Kommentare. Verschiedene Kommentare. Ja, wenn tut's mir leid, wenn ich jetzt jemanden vergessen habe, der kann es gerne, oder ich erwähne ihn nochmal im nächsten Part. Weil die sind so, besonders die Wir drei Freaks und Mr. Ja, ich kenne die Namen vielleicht nicht so, das ist alles blöd. Die sind immer sehr, sehr oft dabei, besonders der mit der Mr. irgendwas. Tut mir leid, wenn ich jetzt den Namen vergessen habe. Scheiße, gib Gas! Ja, nein! Das ist doch scheiße, ey. Fuck. So knapp, ey. Och, Mann. ja, da bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal ganz herzlich für und... Ja, die erwähne ich dann auch immer mal so in Let's Plays. Das heißt, wenn ihr jetzt mal Let's Player seid oder... Ich schreibe mir den nochmal auf, ich verspreche es, der kommentiert, das werde ich dann immer in dem nächsten GTA 4 Let's Play erwähnen. Und den schreibe ich mir mal auf und dann erwähne ich ihn, der macht auch Videos. Und da kann ich euch mal eine Empfehlung aussprechen, zum Beispiel und so. Wo ihr mal reinschauen könntet. Werde ich mir mal im nächsten GTA 4 Part, also übernächsten, im 31. Da werde ich wieder eine Session aufnehmen. Bei GTA 4 werde ich immer eine Session aufnehmen, das war ja voll der Grafikfehler gerade. Und da werde ich den immer empfehlen, weil die immer regelmäßig meine Videos schauen und kommentieren, die müssen auch belohnt werden. Weil sonst ist es ja
Also, das ist dann mal so eine kleine wie nennt man das denn hier? Auf jeden Fall nennt man das Abgrund. Das ist ja meine kleine Bilder. Geht das schon wieder los, ey? Das war doch schon im letzten Part so schrecklich kacke und so. Ja, da revanchiere ich mich mal an die, die immer regelmäßig kommentieren und meine Videos schauen. Deswegen. So, gib mal Gummi. Boah, sehr atmosphärisch hier unter diesem Berg. Halb ausgefranst hier. So, jetzt mal Gas. Ja, Kontrollpunkt haben wir schon wieder erreicht. So, gib Gummi, gib Gummi, gib Gummi. Ohne jetzt hier irgendwie... Na komm, das schaffen wir jetzt aber, oder? Nein! Oh, das war blöd. Das war blöd. Revanchieren. Ja, oh, unser Spoiler ist schon abgeflogen, wie wir hier sehen können. So, gib Gas, jetzt gib Stoff. Ich muss jetzt hier schön Windschatten nehmen. Und noch die Abkürzung. Und Nitro sparen vor allen Dingen. Das Wichtigste und gegen die Wand rasen, das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Darf er nicht vergessen. So, jetzt gibt Gas. Jetzt sind wir aber nah dran. Unser Wagen ist wieder hergestellt. Danke, und ich fahre aber nicht die Abkürzung. Weil, wenn ich jetzt hier fahre, bin ich eigentlich schneller. Seht ihr? Das war schon so ein bisschen schlau, ne? Ja, ja. Und ja, ein kleiner Leck. Bloß eigentlich dürfte es nicht so viel lecken, zumindest am Anfang nicht. Und hier ist, glaube ich, das Ziel. Ne. Doch, hier ist das Ziel. Boah, das war auch wieder knapp. Hinter uns war der schon wieder. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Bei... Achso, ja genau, mit den Längen würde es am Anfang nicht, eventuell, naja, später in den Städten, wo es dunkler ist und wo die Polizei dann ja verfolgt wird oder uns verfolgt. Jesu Angie ist immer noch besser als hier. Sehr, sehr doof. Gut. Wir sind jetzt gerade in San Francisco und haben noch einen ziemlichen Weg vor uns bis nach New York. Also das ist schon noch eine heftige Etappe. Muss ich ja mal so sagen, ne? Boah, nicht schon wieder er hier. Boah, unsere schöne Karre. Ratet er in unsere schöne Karre rein. Ja genau, wir... müssen jetzt hier Gegner besiegen. Ohne Spoiler, wir sind total im Arsch. Ja, ich kann eigentlich schon relativ gut driften mit den Karren. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so könnt, wenn ihr das Spiel auch habt. Weil viele haben gesagt, ja, ist ein richtig geiles Spiel und das ist auch so von der Story her. Ist das wirklich ein richtig, richtig geiles Spiel. Es ist zwar kein Glanzstück der Serie, aber auch kein, wie die Games da schon gesagt hat, kein Glanzstück, aber auch kein Totalversager. Also das ist Most Wanted und... Also meine Lieblings Need for Speeds waren bis jetzt immer noch Most Wanted, Carbon, Need for Speed Carbon und Need for Speed Underground 1 und 2. Der Rest, der war eigentlich ziemlich Bullshit, muss ich sagen. Shift 2 und... Ja, Shift 2 eher gefällt mir am besten. Also ist einer... Ist jetzt nicht so actionreich wie Need for Speed Shift 2. Aber das ist auch noch ein gutes Spiel. Das werde ich mir wahrscheinlich auch noch mal irgendwann kaufen, wenn es billiger ist. Aber ja... ihr könnt ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, welches Need for Speed ihr am besten fandet bis jetzt und warum.
Das würde mich sehr interessieren. Das würde mich überhaupt interessieren. Okay, gib Gas, wir sollten hier mal weniger driften. Aber das würde mich sehr interessieren, welches Need for Speed euer Favorite Need for Speed ist. So, Bremse, Handbremse und Nitro, das ist die beste Taktik. Na komm, schaffen wir das aber, ne? Ja, guck mal, kaum Handbremse nicht verwendet, sind wir schon gefickt, sozusagen. Scheiße. Okay, das dürfen wir eigentlich nach Hause holen. Oh, ja. Nein, wie jetzt? Wie ist der? Hä? ETF? Boah. Ich wollte gerade sagen, warum ist der auf einmal vor uns? Das wäre jetzt ja richtig, richtig asozial. Dann wären wir jetzt ja richtig gefickt. Ja, wow. So wollte ich gar nicht fahren. Aber so kommt man auch gut rum. Aber Underground 2 und 1 ist auch richtig geil gewesen. Need for Speed, Most Wanted und Carbon. Carbon vor allen Dingen war sehr atmosphärisch. Genauso wie Underground 2. Aber Carbon hatte so einen richtigen Gangster-Flair. Mit der Polizei und so. Ich glaube, das war auch das erste Mal, wo die Polizei richtig ins Spiel kam. Und danach kam ja erst Most Wanted. Das heißt, ja, Carbon, ein richtig geiles Spiel. Das habe ich für PS2. Bloß, ich finde das Spiel nicht mehr. Ich weiß nicht, wo das ist. Muss ich mal suchen. Aber das war richtig, richtig cool. Das war so richtig, so ein bisschen gruselig, also nicht gruselig, aber so richtig dunkel gehalten, nur in der Nacht, genauso wie alle Need for Speeds früher. Und das, was war das denn jetzt gerade? Das war ziemlich cool. Also das möchte ich gerne auch mal wieder haben bei Need for Speed, wo es nur dunkel ist. Und was sogar noch kein Schadensmodul hatte, das fand ich auch noch richtig geil. Weil das fand ich sogar besser als, als hier gegen die Wand zu rasen und runter zu fahren. Gut. Nehmen wir mal hier Yumi. Diese Karre ist bestimmt auch schon so ein bisschen im Arsch. Wow, was war das jetzt? Das war scheiße. Das war jetzt assi von uns. So, jetzt gehen wir los. Ja, unsere Karre ist sehr, sehr heile noch. Einmal durch die Waschstraße und dann ist sie wieder neu. Gut, das haben wir eigentlich locker in der Tasche. Jo. Das haben wir eigentlich super hinbekommen. Super, reduper. Ja, The Run beendet, 12 Minuten und 17 Sekunden. Und, jo. Position 172. 1220 XP erhalten, The Run fortsetzen, ein Rennen schaffen wir noch. Und dann werde ich den Part hier auch an dieser Stelle beenden. Nach dieser schönen Ladezeit werde ich den Part beenden. Etappe 2. Beendet. Nächste Etappe starten. Oh, das ist doch hier Death Rally, oder nicht? Las Vegas. Oh, schön, jetzt bin ich gerade Death Rally ans Headset gekommen. Ich bin gerade ans Headset gekommen. Ans wunderbare Headset. Nee, lassen wir den Blödsinn. Lassen wir den Scheiß-Kommentar. Stil und gehen wieder ins Ernst des Lebens zurück. Ja, wir sind jetzt in Etappe 3. Unsere aktuelle Position ist 172. 172.
Und hier in Death Rally ist es ziemlich dunkel. Ziemlich dunkel. Ziemlich heiß. Genau, Jack, unser Charakter, der hier in dem Spiel die Lecks verursacht, die um die 25 Millionen spielt und jetzt keinen Schaden machen. So viel dazu. So, geben wir Gas. Schnappen uns nochmal ordentlich Windschatten. Rennen dürfen wir noch schaffen. Oh, der fährt mehr 8. Und da vorne fährt und vor uns fährt ein Chevrolet. Boah, der mit einer 8 geht aber schon Gas. Yes, wir sind im Arsch. Ich verstehe bloß nicht, warum der hinten auch kaputt gegangen ist. Das ist ein bisschen unlogisch, die Schadenmodell, ne? Dass er immer gleich kaputt ist. So, jetzt sind wir hier in Death Rally. Deswegen heißt es auch Rally. Weil das hier schön im Dreck spielt. Ja, du... Bleib mal schön da, wo du bist mit deinem R8. Lässt sich auch super driften hier auf der, in der Rally, weil es ja alles hier im Dreck ist. Also sehr, sehr geiles. Es wurde ja auch schon mal in der GameStar gut bewertet, dass das einfach so geile Atmosphäre bringt, das Spiel. Oder das Level-Design ziemlich geil ist. Hier mit den Büschen und so, ne, vertrockneten Büschen. Also schon, hat schon was. Fährt noch einer in R8. Ein Auto. Wir haben noch keinen Schaden, außer so ein bisschen. Und es leckt gerade ein bisschen ungemein. Aber sonst konstant auf 30. Das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Und ja. Ich werde jetzt auch erstmal permanent Need for Speed to Run hochladen. Weil ich einfach so viel Bock habe, obwohl ich das letzte Woche gerade erst durchgespielt habe, weil ich es letzte Woche gerade erst gekauft habe, bekommen habe. Trotzdem ziemlich gut. Und wenn ihr euch das zulegen wollt oder es schon habt, aber wenn ihr euch das zulegen wollt, kauft es bei Amazon und fahrt gegen Auto. Weil das ist dann ziemlich günstig, wenn ihr gegen Auto fahrt. Nee, das ist ziemlich günstig, 20 Euro und im Laden wollte ich es erst kaufen, bei GameStop und so. Und da kostet das Ganze noch 50. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Dann habe ich mich Gott sei Dank entschieden, bei Amazon das zu holen. Amazon. Oder wie man das auch immer sagt. Yes, das geht ab. Und jetzt geben wir hier Stoff ins Ziel. Ja, das dürfen wir eigentlich nach Hause holen. Wunderbärchen. Beendet. 2 Minuten 22. The Run Position 162. Ja, 900 XP erhalten. Und ja, das sage ich jetzt mal, das war's erstmal mit The Run. Mit dem vierten Part von Need for Speed The Run. Ich werde ja jetzt immer nur Parts aufnehmen und nicht Sessions bei Parts. Das ist mir doch ein bisschen angenehmer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bitte kommentiert es, wenn euch das gefallen hat. Und schreibt mal, macht die Umfrage. Mich würde es mal interessieren, welches Need for Speed von euch der beste Teil von euch war. Und wenn ihr richtig, wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt, könnt ihr gerne auch mal schreiben, welchen so Platz 1, 2, 3, 4, 5 oder so. Das interessiert mich einfach mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im fünften Part. Tschüss.